Moin Leute, willkommen im Buhlerand. Nutzer der Mobvoice Smartwatches werden jetzt sich wahrscheinlich freuen. Vor einiger Zeit wurde ja endlich angekündigt, dass die TicWatch 3, die Pro 3, die Pro 3 Ultra oder die E3, also alle, die mit den Snapdragon 4100 ausgestattet waren, dass die jetzt endlich nach Jahren das Wear OS 3 Update bekommen. Und das wurde schon vor einiger Zeit angekündigt und es hat trotzdem nicht so ganz mit meiner TicWatch Pro 3 Ultra funktioniert. Aber jetzt habe ich es dann doch endlich geschafft, das Update zu installieren. Und ja, wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, Wear OS 3.5 installiert. Erwartet nicht, dass da jetzt irgendwann mal Wear OS 4 kommen wird, weil nach dem ganzen Zeckmeck mit dem Wear OS 3 Update erwarte ich das für die nicht. Für die TicWatch 5 habe ich vielleicht noch die Hoffnung, dass da Wear OS 4 kommt, aber ja. Jedenfalls ist es jetzt installiert und ihr könnt jetzt auch wieder auf den vollen Umfang von eurem Google Play Store zugreifen, aber ansonsten solltet ihr von der Oberfläche und dem Handling jetzt keine großartigen Neuerungen erwarten, ne? Weil es ist immer noch die Mobvoice-Oberfläche mit dem entsprechenden Menü und so weiter. Also erwartet da nicht zu viel Änderungen, aber immerhin könnt ihr jetzt wieder den Google Play Store nutzen. Ich weiß nicht, habt ihr noch eine TicWatch Pro 3 und habt ihr schon das neue Update installiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt auch schon fertig und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Updaten. Bis dann. Ciao, ciao.